So, mein Garnes ist jetzt dran und damit Hallöchen, liebe Leute. Wir spielen Towers of Doom mit mein Garnes und wir haben jetzt allerdings keinen Heiler, sollte aber nicht allzu schwierig werden für uns. Der Arthas und der Diablo mit Heavy Font, dann ich weiß schon, wie ich hier spiele. Wir werden versuchen, denen die Lebenspunkte zu erleichtern, Arthas und Diablo, um uns selber hart zu heilen. Und dann schauen wir mal. Mal'Ganis habe ich ja letztens im Stream ein bisschen rumprobiert. Jetzt sind wir wieder hier mit ihm, diesmal allerdings für YouTube als einzelne Folge. So, brauchen wir die Panzerung? Nein. Bei besser Vampiren und halt Verbündete, ist auch ganz cool. Hat beim ersten Angriff von gegnerischen Helden. Wir werden Vampir-Aura spielen. Und dann werden wir möglicherweise Echo des Untergangs spielen. Dann macht das Sageras, ist auch nicht schlecht. Aber Echo des Untergangs ist besser. Schauen wir mal. Seine Tools sind klar, die habe ich in Stream schon erwähnt. Jemanden wie euch hätte ich in Andorhal gebrauchen können. Okay, dann die Arbeit zumindest ist mal gesichert. Geh mal zurück. Das ist von höchster Dringlichkeit, dass ich mich zurückziehe. Ich muss bald. Ach, Silvi ist tot. Gucken, wir sind gleich Level 4, dann werden wir Echo des Untergangs gehen. War einen zusätzlichen AOE-Effekt haben. Immer wenn der kurzische Sog vorbei ist. Wir müssen sie vor dem Feind beanspruchen. Mal gucken, ob ich die Rotation abfangen kann. Das war mein Plan. Der Gesto könnte schwierig werden. Endlich! Die Altäre sind bereit! Nehmt sie ein! Und zwar schnell! Euer Ende naht, Totengräber. Der Wille des Meisters. Blut rauscht. Ja, Helden! Feuer frei! Scheidet euch für ein Talent. Dann gehen wir zurück. Unten haben sie das auch, glaube ich, so wie es aussieht. Mal schnell zum Brunnen. Jetzt werden wir Tichondrios Wille spielen. Dieses Reich ist mein. Mein. Der Wille des Meisters.
Schade. Auch diesen Kill kriegen wir nicht. Bisschen ätzend. Der Wille des Meisters wird geschehen. Die Altäre werden bald erscheinen, Helden. So, ab nach unten. Ich muss mich erholen. Wohl an der... Erobert die Altäre! Wir werden dem Rabenfürsten einen vernichtenden Schlag versetzen. Ah, jetzt haben sie mich mal geholt. Nice. Er kriegt den Kill noch und damit haben wir das auch in der Tasche. Sehr gut. Und Level 10 werden wir dunkle Umwandlung. Nee, Arschwarm werden wir spielen. Arschwarm gefällt mir bis jetzt eigentlich besser, weil wir noch diesen direkten Heal bekommen. Wir können da viel, viel länger in den Teamfights bleiben. Schauen wir mal, wie es läuft. Wohl an den. Na, jetzt hat er mich da geblockt durch seine scheiß Wall, die er da hatte. Haltet euch bereit. Die Altäre werden bald sichtbar werden. Diese Leiche könnte sich noch als nützlich erweisen. Das Gute ist ja beim Morganis, dass er sowohl mit dem dämonischen Clown auch mit Einbruch der Nacht extrem viel Möglichkeiten hat, was das Disengagen angeht. Die Altäre sind wieder da. Erobert sie schnell! Für die Geißel! Lasst den Angriff beginnen! Doppelkill. Demonstriert dem Rabenfürsten meine Macht. Nice. Scheidet euch für ein Talent. So, jetzt wird's interessant. Wir werden hier rauschendes Blut gehen. Immer wenn wir uns heilen, kriegen wir ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit hinzu, was extrem cool ist gegen das Team von Kadusat Jason oder eben auch die Sylvanas. Da haben wir die 15% und zusammen spielen mit dem Ulti ganz stark. Los, raus und meine Kräfte sammeln.
Die kriegen echt nicht so viel auf die Kette. Was gehen wir danach? Rasender Angriff wäre ganz cool. Solchen Fledermaus noch mehr AOE mitzunehmen ist auch ganz cool. Blind wie eine Fledermaus. Bisschen greedy. Aber rasender Angriff wird es wahrscheinlich sein. Genau in dem Moment hat er ihn weggestoßen. Gute Arbeit. Jetzt haben wir alle eingenommen. Sechs Türme gehören uns. Feuer frei! Geht! Lasst die Altäre nicht in die Hände des Rabenfürsten fallen! Unsere Türme nehmen den Rabenfürst unter Beschuss! Ich glaube, das haben wir in der Tasche, das Spiel. Demonstriert ja. Dem Rabenfürst. Sehr stark gespielt. Die haben wir mal komplett überrannt. Bei denen ging gar nichts. Sieg. MVP. Nice. Ja, irgendwie habe ich hier einen Bug. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Grafikbug ist. Keine Ahnung. Ja, Mal'Ganis, 23-1, nach 10 Minuten, die haben wir richtig auseinandergepflückt. Da ging ja gar nichts bei denen. Puh, ja. Es war ein einfaches Spiel, vielleicht schaffen wir es demnächst mal nochmal mit Mal'Ganis zu spielen. Das war's jetzt auf jeden Fall von dieser Folge. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.